Und willkommen zurück zu Let's Play Lamp Simulator 2014. Da letztens bin ich stehen geblieben und ja. Ich muss jetzt mal gerade gucken hier. Dann 3 B und ah, Stichwort Silage, was machen wir da? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich was machen soll, wie ich es machen soll. Ich weiß nämlich wirklich nicht. Ich bin da so dermaßen überfragt jetzt. Also sprich, ja, meist Silage. Was machen wir da? Ich würde einfach mal sagen, wir starten einfach jetzt mit Mais. Kann ich leider noch nicht machen. Das ist ja die Scheiße. Das ist in der Füllmenge viel, viel größer. So. Und wenn ich jetzt ein Anbauding hole, eventuell mit dem 23 kann ich eventuell machen. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Wie kostet scheiß Dinger denn hier? Ernstmaschinen. 34.000. Das ist jetzt dramatisch. Kriege ich locker rein, wenn ich jetzt die Gasse wegfahre jetzt gleich. Und fangen wir mit 20 einfach an mit der Mais-Silage. Ja, machen wir. Ich will ja nichts gucken. Die Gerste hat hier noch ein bisschen nach oben geht. Getreidespeicher 842. Gefällt mir noch nicht so wirklich. Vielleicht ist unsere Gülle erledigt. Also, wir schreiben mal auf. 2% haben wir noch drin. 2%, das ist nicht viel. Das ist absolut nicht viel. Da liegen meine das eine Fass reicht nicht aus, um das Fass hier fertig feldfertig zu machen, ne? Ist die dumme Scheiße. Ja, ich muss einfach mal gerade speichern. Ich habe die ganze Zeit noch nicht gespeichert. Was das Spiel abbrechen sollte. Weil ich mir extrem zutrauen würde. Lalalala. Wo bin ich jetzt hier? Wir können vielleicht noch gerade so hinhauen. Wenn ein paar Meter fehlen, dann auch schon Helfer rein, können wir gerade einen. Muss er dazu laufen. So. Jetzt nichts verschwenden hier. Ein bisschen Glück dürfte aber ja doch reicht vollkommen aus hier. Einlenken von 22 ist ja knapp 50%. Das hier ist gut ein Stück kürzer. Also da dürfte ich eigentlich keine Probleme kriegen. Hau schon halt mal rein gerade. So, ich drehe jetzt die Zeit einfach mal gerade vor.
mit Augenmerk auf mit auf die Gerste. Jetzt musst du bitte steigen. Das fände ich sehr, sehr cool von dir. Ah ja, doch, ich weiß vollkommen aus, das fällt noch. 2% hat man ja gesagt, haben wir dran, ne? Gerste soll ein bisschen steigen. Aber er sprudelt rüber. Punkt 15 nochmal. Jetzt kommt es wieder einigermaßen gehen. Also jetzt nur weil er hier hinten das Feld auch mitgedüngt hat. Das ist scheiße. Wir besitzen dieses Feld nicht. Nein, nein, nein. Ah, ah, ah. Das Zauberwort nicht gesagt. Ah, ah, ah. Ist der was? Da kommen wir uns gerade hier noch die Rolle dazu. Warten wir noch bis 4 Uhr. So. So. Jetzt brauche ich mal gerade den Bobcat hier. Lernen wir noch verfertigt werden, weiß ich jetzt schon. Brauchen wir ein bisschen Geld. Okay. 6. Ja. So, wir müssen noch kommen. So, es hat noch gerade bis 12 Uhr. So, 14 Uhr mal, 16 Uhr meine ich. Und dann tun wir die Gäste gerade wegfahren. Aber anstatt den dann großen Nachbar von Gast kommen, dann beide nicht mehr so in den Arsch. Besser wie ja nix. Weil auch schon der die Silage machen darf. Der kleine hier. Der kleine Röcker. Sind wir ziemlich schnell jetzt mit durch. Ich weiß natürlich, ist nicht allzu groß, aber könnte ich das ruhig immer machen. Einfach zu gucken, reicht das eine Feld, um das Ding zuzumachen. Vielleicht. Du musst auch genug PS zu haben, um alles vernünftig hinzukriegen. So, dann. Gerste hier rein.
So. Alle noch einsammeln, ne? Naja. Das war gut. Nur also ellenlang räuscht es nochmal, wie voll wird, ey. Ist das denn aus der Haus selbst fahren? So, komm. Oh, Gerste rein, bitte. Was immer dann ganz schnell durch mit. Spät haben wir eigentlich. Andy, komm mal her. Ruhe. Egal, so, jetzt volle Kraft voraus. Aber ich muss gerade sagen, ich bin froh, dass ich mit denen hier geholt habe, anstatt des Knicklenkers, anstatt des Case Quadrax. Case hat was mehr Probleme. Hier im Berg zu kommen. So wie ich jetzt auch hier. Ich hing am Liebe. Komm, Mifias, das schaffst du jetzt, sei lang. So. Ich bin froh über den. Jetzt wäre es noch froh, wenn ein Deutz wäre, aber. Na gut, ich kann halt alles haben, ne? Das sieht einfach gut aus, vor allem, wenn die Dinger mal im Hinblick hier. So, aufpassen. Wo ich hier lang fahre. So. Ein witziger der Kapitän. Das gibt jetzt schön richtig viel Geld. Vielleicht hat schon mal wieder mal zurückzahlen hier. Eine den kann ich auch schon kaufen dann jetzt. Komm, dann machen wir der hier am. Oder gehen wir doch direkt auf den. Wir gehen glaube ich direkt jetzt auf den Krone. Und warten noch bis nächste Woche, wo New Holland kommt. Ne, komm, ich will jetzt direkt anfangen. Ich brauche Gülle, ich brauche unbedingt Gülle. Gibt's kein Vertun. Wir gucken mal, wie viel wir jetzt zusammenkriegen. Je nachdem, das restliche Geld tun wir uns dann vom Kredit dazu. So, müssen wir mal gucken. Leitwerke wären. Ach. 45.000. 45.000. 64.000 brauchen wir. Und das ist was Arsch viel. Ich spare mal daran. Schon retten aber trotzdem den. Dann guck mal, wie viel Geld wir jetzt hier kriegen, wenn wir das hier alles zusammen haben, alles weg haben. Wie sieht eigentlich der Preis vom Dings aus? Zuckerrüben. Die sind wieder gestiegen einigermaßen, aber da ist noch zu wenig. 200 Euro pro Tonne, das ist definitiv noch zu wenig. Da muss sich noch ein bisschen erholen, der Preis. Da gibt es kein Vertun.
2. Dann werde ich die Tür auch durch. Bam, komm jetzt schnell vor. So, ich muss mein Kindes gleich gleich die Zeit auf jeden Fall noch vorstellen. Vorlaufen. Bis das alles wachs, erntereif ist. Denn ich will, muss noch, kontrollieren, ich will noch kontrollieren, wie viel wir jetzt in der Phase bekommen haben für. Wie viel Gülle wir dazu bekommen haben. Das will ich unbedingt noch wissen jetzt. Am Zaun hängen bleiben. Oh Mann, da kann der Erdjäger wieder zuschlagen. Am Arsch. So, du schaffst das, New Holland. Du schaffst das, Firefly. Aber wo die über den Firefly hier benutzen, ne, den Namen. Also, es wäre auch nur der Name hier beim Faktor. Das Einzige, was ich vom Firefly ich kenne, ist die britische Version des Sherman. Sherman Firefly mit ihrer 75er Pack, glaube ich, haben die da drauf geschraubt. Ähnlich wie die Deutschen mit dem Tiger mit der 88 gemacht haben. Ja, Sherman hat sonst, glaube ich, nur eine. Keine Ahnung. Hat er nochmal von Rohr, ja, nochmal. Warte, Briten zu schwach war, da haben die einfach da ihre Pack drauf geschraubt. Wodurch wurde der Sherman Firefly geboren. Und so viel dazu jetzt. Denn wir sind nicht mal bei Panzer oder sonst irgendwas, sondern wir sind bei Landwirtschaft, beim Landwirtschaftssimulator. Und da ist es relativ wichtiger. Und vom Geld her würde ich mal sagen, passt das noch nicht so wirklich. Wollte ich einfach mal sagen, wir holen uns eigentlich schon mal das Ding einfach. Das meist gewisse kleine. Und dann hoffe ich mal, dass ich eventuell, je nachdem, teuer in Holland ist, weil ist ja besser als der Kone. Dann muss dann mal gucken, erstmal nächste Woche den Kronen anschauen. Und guck mal, was der uns bringt. So. Hier ist wieder Stadt 200. Ich war heiß, so. Seid staub jetzt einfach mal hier. Das finde ich jetzt herzlich wenig. Du hast eine Stunde noch hier drauf, springe das jetzt weg und dann lasse ich die Zeit wieder vorstellen, bis alles erntereif ist. Und dann, würde ich den Vergleich noch machen. 2% hatten wir in der Güllegrube, wie viel Prozent wir dann jetzt haben. Ein bisschen Glück haben wir auch, zunächst noch die. In der nächsten Folge können wir dann die Wollpaletten wegfahren. Ja, mach hier nochmal 80.000 drauf, das sind noch 200.000 circa. Plus minus. Also 200.000 können wir auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn so bei 21.000 werden es sein, die wir kriegen. Ein bisschen so wie hier landen. Ne? Hier landen, hier bei 21.000. 41 Stau. Doch, 210.000, so. Mein Gott, ey, ich hab ja nicht. Ein Bursche, weil ich die wieder labere, das ist dann immer nochmal. Na, schön gerade bleiben da hinten. Kein Scheiß, Mann. Und ich bin so froh, dass den LKW endlich weg ist, ne? Da haben wir nichts verkehrt gemacht, dass wir hier den LKW weggeknallt haben und uns dafür hier den hier geholt haben. Da haben wir mal was wirklich Gutes gemacht. So.
Uno, du, tres, dos. Einmal hier. Und wenn jetzt gleich eine große Nachfrage kommt, dann krieg ich die Motten hier. Da habe ich gar keine Lust zu. So, da noch ein bisschen. So, 210.000 habe ich gesagt, ne? Ah, doch nicht ganz so. So, Zeit vorstellen. Davon müsste ich hier stehen bleiben. Ich habe bestimmt noch hier den anderen jetzt da runterzufahren. So, die Hälfte haben wir schon mal verdient. So. Bam, 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 bam. Wie weit ist das? Und jetzt ist gut abgesagt. Der Raps hat eine gute Nachfrage. Die Zugriffe steigen auch langsam wieder. Bin ich auch froh drüber. 207.000. 207 € Tonne. Ja, lasst es historisch erholen erstmal. Weil ja, die haben jetzt gut einstecken müssen. So, ich muss noch achten, wenn die Dings sein. Die Wolle unten kommt, da schon direkt zum Bobcat wechsle. Bam, 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 bam. So, der Schwarz stand dahin. Na ja, hier hinten stand mein Freund. Ja, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ne? Ich glaube, ich habe hier wieder beide Fruchtsorten eingesät. Aber das ist okay. Das sah jetzt gerade hier einfach so identisch aus. Ja, also holen wir uns mal das Maisgebiss-Dinger da. Maisbeißer-Dinger. Natürlich auch erstmal nach hier hinten ran. Finalen Scheiße. Hey, Witzka, Kapitän. Aber es ist doch eigentlich recht ausschalten. Zwei Reihen. Marsch. Lass mal erstmal gucken, ob es auch eine breite Version gibt. Vier Reihen, keine Ahnung. Ich warte jetzt nochmal ins Latte. So. Auf jeden Fall sein muss, ist das unser Raps mal mit Einhänger rauskommen muss, diese Tour ausnahmsweise mal. Dann haben wir unsere nächste Ladewolle komplett. Auf jeden Fall, ich meine, wie viel Geld wir hier von der. Ich muss jetzt gleich mal vorsichtig hier abtaste. Wie viel Liter Müll schon mal jetzt?
Filter Müllschammer. 146.000, okay. Oh, 160.000 Euro. Das ist nicht gerade wenig. Also am Ende sagt man immer wieder gut Geld dabei. Und ich weiß, heute habt ihr noch eine extra lange Folge. So, das mal so stehen. Und nur den nächsten reinzufahren. Wobei, die Rollenpalette wird heute auf jeden Fall auch noch fertig. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück, wo ich dran war, nämlich bei dem hier. Vorbereitungen. Also wie gesagt, der Raps muss erst noch mit einem Hänger auskommen. Entsprechend ein Hänger auf jeden Fall für die Lage jetzt. So. So, hat mal abgemacht. So. Wäre das. Oh Mann, ey. Dreireich hat besser geguckt, ob ich irgendwo größer finden soll. Ah ja, so. Du bist uninteressant. Du bist uninteressant. Du. Ich starte das jetzt mal von hier oben. Da muss ich aber erstmal abgucken. Muss ich von da hinten starten, wenn überhaupt. Ne, ich muss von unten starten. 1, 2, 3, ja, bis hier unten. Muss von hier unten laufen lassen. Und sonst kriege ich hier ein Problem. So. So. So, du bist auch unten. Ich brauche kein Schwein im Moment. Du bist hier. Also auch hier stehen bleiben, weil die auch keiner hier im Moment. So. Ist das? So, dich brauche ich wohl. Oh, wir haben schon erste Erntestadien kommen jetzt. Wunderbar. Komm. Bisschen zurück. Zunächst noch führen wir auf jeden Fall unsere Paletten fertig. Machen wir jetzt alles erntereif oder mal nicht. Das läuft gerade alles durch. Das ist sehr schön. Das heißt, ich werde mal runtergedreht werden. Warten wir bis 6 Uhr. So, mal ganz besser die Preise gucken. Okay, jetzt ist wieder gestiegen. So, jetzt muss ich immer noch mal gerade gucken, wie viel. Ja, schon mit 38.000 drin. So, jetzt brauche ich aber mal gerade den Kollegen, um zu gucken, wie viel Gülle, wie viel Prozent haben wir denn jetzt bekommen über die Tour. Prozent. Haben wir drin, hat wir dann 6%, die wir dazu bekommen haben, das ist nicht allzu viel. Na gut, Leute, das war's für heute, für diese Woche. Nächste Woche werden wir dann gucken, ob wir mit der Silage anfangen. Ja, mit der Mais-Silage und sonstige Gedrisse. Und auch mal sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!